Bei Sturm der Liebe hat Robert jetzt alle Fürstenhofanteile von sich und seinem Vater. Da er unter dem Einfluss von Ariane steht, ziehen Werner und Christoph an einem Strang. Sie wollen die Anteile entweder zurück zu Werner bekommen oder Ariane von Robert fernhalten. Für Letzteres schmiedet Christoph einen Plan. Er will einen Anschlag auf den Koch vortäuschen lassen. Anschließend will er es so aussehen lassen, als sei Ariane dafür verantwortlich. Werner ist strikt dagegen, denn er hat Sorgen um seinen Sohn, sollte bei der Aktion etwas schiefgehen. Doch Christoph lässt sich nichts vorschreiben und zieht seinen Plan durch, und wie es so kommen muss, geht die Aktion schief. Währenddessen stellt Paul gegenüber Josie klar, dass er wegen seiner vergangenen Schicksalsschläge der Liebe abgeschworen hat. Davon ist Josie mehr als enttäuscht. Allerdings ahnt keiner von ihnen, dass Constanze endlich Nägel mit Köpfen machen will und Paul ihre Gefühle gestehen möchte. Wirft Paul seine Vorsätze, sich nicht zu verlieben, für sie über Bord? Das erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Dienstag um 15:10 Uhr in der ARD.